Darf ich mal? Entschuldigung. Ich hab's eilig. Ich kümmere mich um die Mörser da hinten mal. Okay, du Mörser hier. Ja, ich geh mal mit. So. Der da hinten nervt mich. So. Seitigen. Und aufklappen. So. Ach, geh weg. Los, verschwinde. Bisschen anklicken. Wo? Kümmer mich. Also irgendwas soll ich hier machen, ich weiß bloß nicht was. Es kann sein, dass wir die einfach alle hier abschalten müssen. So, machen ja, wir beide auf einmal. Das ist gut. Und dann mit der Zeit werden die. Optional, das wusste ich gar nicht. Alter, die kommen ja immer wieder hier, diese Nerven hier. Oh, aber wie können wir die vom Albtraum zurück? Was haben wir abgeschlossen? Nee, eben nicht. Bei mir stand eben irgendwas, habe ich abgeschlossen. Aber nee, dann nicht, warte mal. Ich glaube, wir müssen die alle töten. Ja, warte mal, wo bist du denn? Ach, da unten. Ich bin hier. So, ich kann die hier gar nicht mehr aufklappen. Da hinten ist noch eine Flagge. So, warte mal. Klaus, ich bin gleich tot. Ne, warte, ich komme. Komm in meine Richtung. Wo bist du denn? Ich bin runtergeplumpst. Da. Da bist du, okay. Hier hoch. Ah. Gehe. Ja, komm her hier. Wir bringen ein kleines Hündchen um. Was war nochmal Hündchen heilen? Ja. F2. Wo ist Hündchen? Heil dich. Ah, ja, hier oben ist das. Ah, okay, verstehe. Hier wiederbeleben. Bringt auch Punkte. Ja, aber bei mir wird nichts angezeigt. Ja, ich habe hier so einen roten Kreis. Der rote Kreis habe ich auch. Ja, der rote Kreis heißt, das ist im Gegnerbesitz quasi. Wenn der blau wird, dann haben wir die Kontrolle. Das heißt, wir müssen noch mal gucken, dass wir irgendwo hier, da ist noch einer. Ach, den roten Kreis meinst du? Jetzt ist er blau, siehst du? Ja. So, und jetzt müssen wir gucken oben rechts, jetzt tickert das los. Jetzt müssen wir das verteidigen. Links. Ja, ich lebe die mal wieder, damit die uns hier helfen. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Hier kommt nämlich auch bald einer. Und wenn wir den hier haben, dann müssen wir zu dem da drüben. Komm, okay, nee, da unten müssen. Jetzt habe ich es kapiert. Oh, Vorsicht, da unten ist irgendwo eine. Okay, Rüstkammer haben wir. Mörser. Jetzt auf zur Rüstkammer, ich weiß, wo sie ist. Ah, super. Ach, da drüben, ja, jetzt sehe ich es auch. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Da gibt alles einen Sinn. Hallo, ich bin da, wer noch? Okay, ich bin runtergefallen, mach nichts, ich gehe schon mal vor. Aber südlich hiervon. Wir sollten ja Hilfe beim Hauptmann suchen. Das ist optional, ja. Aber das kann man ja nicht lassen, ne? Ich kümmere mich um das Wiederbeleben mal. Ja, mach das. Will wir das schon mal erledigt haben? Toll. Da wollte ich den Albtraumhöfling hier angreifen und was mache ich? Es passiert mir, dass ich die komische Zielscheibe hier zerdeppe. Mein Inventar ist voll. Ja, ist voll. Ja, habe ich gerade festgestellt. So, wo haben wir denn hier noch welche? Die Zielscheiben irritieren mich. Oh, wir haben Besuch.
Der Albtraum ist besiegt. Sehr schön. Ist sicher. Juhu. Event abgeschließt. Das ist gut. Da sind Leute auf der Flucht. Tötet sie. Genau. Einfach mal umhauen. Ganz genau. So, jetzt mal ganz kurz nochmal das Inventar durchgehen. Ich habe hier noch ein Lederbeutel mit 4 Plätzen. So, den schmeißen wir jetzt da auch noch mit rein. Dann habe ich die Äxte, können wir da lassen. Das ist ein Beutel. Sammelobjekte wegschmeißen. Danke. Und ich brauche einen Händler. Ganz dringend. Oh ja, ich auch. Ich habe nicht, mein Inventar ist voll und hier in dem Häuschen, wo wir gerade waren, gibt es nämlich Händler. Ah, okay. Wenn sie denn schon da sind. Nee, sind sie nicht. Schade. Ah, nee. Nee, laufen wir erstmal so weiter. Oder? Ja, würde ich auch sagen, können wir machen. Einfach mal dem Krempel hier vorbei. Ja, die kümmern sich da schon drum. Damit wir hier mal weiterkommen. Event-Mentorin. Ich brauche noch ein Event. Dann habe ich meinen zweiten Punkt vom Tagesquest. Können wir gleich machen. Oh. Achso, du bist jetzt wieder. Mantelung der Dunkelheit. So. Ich musste gerade mal einen Schluck trinken. Ich habe so Kratzen im Hals. Ja. Ich bin jetzt schon bei knapp 3,5 Stunden Aufnahme heute. Oha. Der Albtraumhof sammelt sich. Wir müssen vorsichtig sein. Ich komme nicht in ihre Nähe. Sie wissen, wer ich bin. Also werde ich sie aus der Ferne beobachten. Ich verstehe nicht, warum wir überhaupt zulassen, dass sie sich sammeln, wenn sie nur alles verderben wollen. Bei den seltenen Gelegenheiten, wo sie in der Öffentlichkeit aufblühen, verwelken sie auch wieder, sobald die Hainhüter auftauchen. Wenn wir nicht an sie rankommen, wie sollen wir dann den weißen Hirsch befreien, bevor sie ihn verderben? Ich kann das nicht. Ihr schon. Ihr seid ein frischer Setzling. Sie werden euch anwerben wollen. Redet vorsichtig mit ihnen und gewinnt ihr Vertrauen. Das mache ich. Vielleicht kann ich einen Anwerber überreden, mir hierher zu folgen. Dann können wir ihn zusammen zwingen, uns alles über Gavin und den Hirsch zu erzählen. Ausgezeichnet. Aber noch eine Warnung, bevor ihr geht. Hört nicht auf ihre Lügen. Wenn sie euch verderben, gibt es keine Heilung. So, am Treffen teilnehmen. Ich falle auch nicht auf. Frisch erwacht. Und schon hat man euch angelogen. Eure Augen sollten offen sein. Stattdessen kneift ihr sie zu, bis ihr nur noch tote Philosophen seht. Der Zentaur Ventari. Der Mensch Ronan. Das waren keine Silvari. Wieso hat ihr Wort solches Gewicht für uns? Ventaris Tafel legt uns in Ketten. Als Sklaven einer aufgepfropften Moral, verwurzelt in einem fernen Land, auf ewig gefangen. Ich sage nein. Und das solltet ihr auch. Schaut in euch. Der Traum ist vieles. Licht und Schatten, Liebe und Zorn, Gut und Böse. Genau wie wir. Kommt zu uns in den Wald, Setzlinge. Und wir lehren euch mehr. Wir lehren euch die Freiheit und die Wahrheit. Das war sehr verstörend. Interessant. Ich gebe zu, da war was Wahres dran. Was soll ich machen? Die Höflinge überreden, mit uns zu kommen. Aber wer sind denn die Höflinge? Ich glaube, das sind die Dings hier, die Rekrutierer. Fasst euch kurz. Ah, ich sehe das sogar, wenn du mit denen redest. Ah, die kommt jetzt mit, oder wie? Sieht so aus. Wie sollen sie mit uns nehmen? Ja, la la la. Moment! Was tut ihr da? Was ist das? Ihr Höflinge, liebt doch Hinterlist. Sagt uns, wohin Gavin den weißen Hirsch gebracht hat. Ihr bringt mich nicht zum Reden. Ich töte euch. Ihr habt eine schlechte Entscheidung getroffen. Kommt! Erhebt euch! Greift immer drauf, da ich echt bitte. Ja, die haben wir da oben.
Spuren. Wow. Diese Wölfe haben mir gerade von hinten echt Hört mal, geledert. Ihr seid schlau genug, um zu wissen, dass ihr ein Problem habt. Sagt uns, wo der weiße Hirsch ist und ihr könnt zurück zu euren Freunden. Wenn ich euch das sage, jagen mich die anderen und lassen mich leiden. Sagt uns, wo der Hirsch ist oder ich schneide euch eure Zunge raus. Nein, vertraut mir. Niemand erfährt, dass ihr es wart. Ich werde euch nicht verraten, wenn ihr mir sagt, wo der weiße Hirsch ist. Ich glaube euch. Es ist Gavin. Er hat den Hirsch in einem Lager im Norden eingesperrt. Das Tier ist ein Geschöpf der Hoffnung. Es zur Verzweiflung zu bringen, wird uns befreien. Und den blassen Baum auch. Danke. Dann werden wir jetzt auch unser Wort halten und niemandem sagen, dass ihr geredet habt. Vor eurem Tod. Kaith, bitte, wir sollten sie gehen lassen. Ich habe mein Wort gegeben. Wir sind besser als sie. Unser Wort ist unsere Ehre. Dieser Höfling wird keine genau, unser Wort ist unsere Ehre. Das erlaube ich nicht. Oh. Ein schnelles Ende. Ein besserer Tod, als sie ihren Opfern gönnen. Olle Zibbe. Die Zeit drängt. Mann, wir haben zwei Möglichkeiten. Befreien wir das Tier durch Verkleidung oder Ablenkung? Es war euer Traum, in dem der weiße Hirsch erschien. Ich vertraue eurem Instinkt. Sprecht mit mir, wenn ihr wisst, wie wir vorgehen sollen. Na, Chaos? Verkleiden oder ablenken? Ich bin für reinpreschen, also verkleiden. Kurz. Ja. Wir tarnen uns. Yay. Oh, ich kann mir die Klamotte aussuchen. Du kannst Klamotten aussuchen? Okay, ich nicht. Aber ich krieg wahrscheinlich das, was du auch kriegst. Das Abenteuer ruft meinen Namen. Nee, ist eine, was Neues zum Anziehen. Ich kann hier wieder rausgehen. So, okay, raus und raus. Ich dachte schon irgendwie, du musst jetzt aussuchen, wie wir uns tarnen. Das werden wir gleich herausfinden, aber ich ziehe mich erstmal an. Und zwar ist das ein neues Oberteil. Weißt du, was ich jetzt mal schnell mache? Das habe ich nämlich vergessen. Ich habe nämlich noch eine Eigenschaft, die ich bei meiner Stärke auswählen kann, weil ich schon Stärke-Eigenschaft plus 10 habe. Das heißt also plus 100 Kraft und plus 10% Zustandsdauer. Und jetzt kann ich noch eine Expertenfähigkeit auswählen. Ich lerne ständig etwas Neues. Ich glaube, ich nehme da große Tapferkeit, weil das erhöht meine Vitalität um 7% meiner Kraft. Und da ich ja eh auf Kraft gehe, ist das schon einiges. Okay. Ja, was wäre das andere? Banner? Bei Waffenkampf. Schadenserhöhung um 5%. Was meinst du? Mehr Vitalität oder 5% an Schaden mehr? Schaden mehr. Mehr Schaden, ne? Ja. Oh, guck mal, Nekromant. Ich überlege gerade, ob die Händler schon da sind. Ob wir uns mal gucken, ob die Händler wieder zurück sind. Ach komm, ist egal. Oder was sagt dein Inventar? Mein Inventar sagt alles gut. So, warte mal. Der Schaden, sehe ich das jetzt irgendwo, dass das ausgewählt? Bleibt das ausgewählt? Ich glaube ja, ne? Naja. Ja, die gehen ja nicht. Moment. Durch. So. Den Hammer. Gott, soweit. Mein Inventar sagt, ist noch fast leer. Gut. Denn wenn dein Inventar das sagt, dann. Ich habe jetzt noch 5, 8, 13. 13 Plätze frei. Mhm. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wir müssen auf jeden Fall. Und noch haben wir ein bisschen Zeit. Das ist ein Erz, das ist ein Erz. Und ein Puma. Erz. Was? Und Clown. Also wenn sie einen Clown habe ich. Mein Erz. Gib mein Erz raus. Na, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich habe es genau gesehen. Ja, habe ich. Du hast mir das geklaut. Ja, habe ich auch. Hallo. Nee, aber ich wollte mal gucken wegen... Wollen wir auch die Quests hier erstmal machen denn noch? Die Herzchens?
Oh ja, klar. Warte mal, ich muss ich sowieso. Ja, den muss ich auch machen. So, was soll man machen? Helft Erntearbeiter Marat dabei, die Tagernte zu organisieren. Helft Lavendel zu sammeln, Sandhaufen zu durchsuchen, Vogelscheuchen zu bauen, gezähmte Siamons zu füttern und Erntearbeiter zu beschützen. Alles klar. Was sollen wir machen? Lavendel sammeln. Alles, was hier so rumdudelt, sollen wir machen. Sandhäufchen. Nee, komm, Stippe weg. Hier wird richtig aufgeschossen, das ist gut. Stachelfrucht? Mach ich mit der Stachelfrucht. Au! Eine Schaufel in die Hand nehmen und dann damit die Stachelfrucht sammeln. Ich hatte einen grünen Moor. Dann mal gucken. Ja, wollte aber noch Begleiter, wollte ich doch eigentlich mal suchen, Chaos, ne? Das müssen wir echt mal offscreen zusammen machen, was es so an Begleitern gibt. Also ich habe gehört, diese Moas dann ganz gut sein. Nee, ich hätte gerne einen Bären. Ah, okay. Ja, Bären also, ist gut. Unter anderem. Ich weiß, wo es die gibt. Das ist gut. Was macht man denn mit dieser Stachelfrust hier? Achso, Die Stachelfrust eine Schaufel. Nee, die Stachelwurzelfrucht kann man ja so nehmen. Ich glaube, man muss irgendwas füttern ja noch. Na egal, ich hole mir erstmal den Sandhaufen hier irgendwo. Hier war ein Sandhaufen. Ich habe auch irgendwo den Sandhaufen gesehen. Ja. Was macht man mit der Stachelwurzelfrucht? Das weiß ich ja nicht. Also wir müssen ja die, ich gehe einfach mal damit Scheuchen bauen und wir müssen die gezähmten Siamos füttern. Hier rumstehen, aber da weiß ich gerade nicht, was die guten Tag. Ich bin soweit. Was ist dann geschehen? Okay, also die Stachelwurzelfrucht sammelt man einfach ein und fertig ist. Ah, okay. Dann schleppt man die halt mit sich rum. Okay, der ist da. So, wo bist du? Da hinten. Hey, das muss ich füttern. Lass das heile. Hier ist jetzt ein neues Event. Ja, das ist da oben. Irgendwas ganz Großes ist das. Wollen wir mal gleich gucken. Ja, weil ich will eigentlich, dass hier erst funktioniert, aber ich bin gerade nicht so schnell. Hier ist noch ein Sandhaufen, den ich... Wie kann man denn das Siamos füttern? Ich glaube, das machst du mit, ach, mit was war denn das? Wahrscheinlich mit der Stachelfrucht. Ja, das kann, hier ist aber auch ein Grassack. Das kann sein, dass du es hier mitmachst, weil da sammelst du Gras auf. Mal gucken. Wo ist es hin? Na toll, ich kann es erschrecken. Mit erschrecken, das ist irgendwie doof. Bleib stehen! Kann man... Ich will dich füttern! Ich will den füttern! Erntearbeit. Flink und sicher. Ja. Aber was machen die mit den Grassamen? Keine Ahnung, ich töte gerade mal diese feuerspuckenden Dinos. Ja, ich auch. Die sind süß. Ich möchte eins haben. Hier ist Lavendel. Es gibt so einen, ja. So was ähnliches. So. Ich hoffe ja immer noch, dass ich mit meinem Ingenieur irgendwie, hier, wo was heißt... Wo kann man die denn hin erschrecken? Weiß ich nicht. Irgendwie, man muss hier irgendwie füttern. Vielleicht füttert man die wirklich mit der Frucht und das Gras nee, ist da nicht. Einfach nur so da. Aber auch nicht. Ich habe jetzt hier mal her erschrocken und jetzt kannst du nicht mehr erschrecken. Okay. Komisch. Da ist noch eine Schaufel. Komisch, ich bin komisch. Ich bin aber gleich durch hier. So, ich bin durch. Auch. Bin knapp hinterm Punkt. So, noch ein Einsiedlerkrebs. Zu Tode geblockt. So, vielleicht noch ein Viech kaputt hauen irgendwo. So. Da. Alles nehmen. Alles nehmen.